Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu den orangenen Filmtipps. Orange ist ein wirklich spannendes Meme, weil es ist vor allem eins der massivsten Jetztzeit-Meme. Es ist das, was uns unseren Wohlstand geschaffen hat. Und es ist das Meme, über das wir auch ganz stark nachdenken sollten, wenn wir uns fragen, sollten wir so weitermachen wie bisher? Orange hat für unsere Zeit und unsere Welt die besten Macherqualitäten. Und wir sehen das einerseits am Produzieren, am Erfinden, an Ideen und wir sehen das auch im Kaputtmachen. Und trotzdem die Skills, die Orange hat, nämlich Forscherdrang, Innovation, Effektivität, das sind alles Dinge, die werden wir in Zukunft ganz massiv auch brauchen, um all das wieder aufzuräumen, was wir in den letzten 200, 300 Jahren industrieller Revolution kaputt gemacht haben, verbraucht haben, auf den Kopf gestellt haben. Ja? Und Grün zum Beispiel wird nicht in der Lage sein, das anzupacken. Grün wird viel drüber sprechen, was zu tun wäre oder was man denn tun könnte und wird da zu wenigen Ergebnissen kommen, sondern wird eher die Ethik und die Moral zu diesen Fragen liefern. Orange sind diejenigen, die wir, wenn wir irgendwann aus unseren ersten 6 Stufen rauskommen, wenn wir in Gelb ankommen, sind das die Qualitäten, die von Gelb aus gefragt sind, um das Ganze in ein sauberes, im wahrsten Sinne des Wortes, Fahrwasser reinzulenken. Und Orange ist immer Englischen und Teufelchen zugleich. Wir sollten das immer im Kopf behalten. Besonders durch die Effizienz, die es hat, kann es sehr schnell den Bach runtergehen, wenn Orange irgendwo einen Bagger in die Hand kriegt oder eine Atombombe oder eine Börse oder. Aber diese gleiche Qualität wird auch wieder aufbauen können. Das sollten wir wissen, bevor wir uns jetzt in unsere 6, 7 Orangenfilme reinstürzen. Für den ersten Film spulen wir erstmal noch 500 Jahre wieder zurück zu Martin Luther. Wer ist dieser Martin Luther? Dr. Luther wollte aber, dass alle das sehen. Und alle werden es sehen. Ich will Gottes Gesetz gehorchen, nicht römischem. Man muss ihn aufhalten, bevor ganz Deutschland von ihm infiziert wird. Der Film selbst heißt einfach nur Luther und er handelt im Prinzip von dem Mönch Martin Luther, der in seinem Theologiestudium, er ist Doktor der Theologie, war lange in Erfurt und in Eisenach, hat dort auch gelehrt und hat sich dort vor allem über den Ablasshandel lustig gemacht. Und am Anfang hat er sich noch drüber lustig gemacht in seinen Vorlesungen vor seinen Studenten und irgendwann hat er im Prinzip seine 95 Thesen verfasst, was die Kirche, die römisch-katholische Kirche zu der Zeit falsch gemacht hat und hat sich mit der Kirche angelegt, hat sich mit dem Papst Leo angelegt. Und was spannend ist zu dieser Zeit ist, dass es natürlich die Zeit reif sein muss für solche Sachen. Und wir sehen in dem Film, dass es zu der Zeit irgendwie auch schon gebrodelt hat. Der Papst Leo ist ein sehr schwacher Papst im Sinne von Jagden, eigene Bordelle, im Prinzip nur Interesse an Macht und Geldakkumulation und man merkt einfach wenig von dem Vertreter Gottes auf Erden. Stirbt dann auch und was im Prinzip für den Luther am Ende den guten Ausgang seines Daseins und auch des Filmes bringt. Sehr spannendes Zeitdokument, kann man nicht sagen, Darstellung dieser Zeit, das Leben von Martin Luther und dem Umbruch, den er in Deutschland, in Mitteleuropa ausgelöst hat. Einfach indem er gesagt hat, das, was wir Kirche und was wir Religion und was wir
Spiritualität nennen, hat sich so weit von dem entfernt, was Kirche einst sein sollte. Und er ist im Prinzip damit der Begründer der evangelischen Kirche, des Protestantismus, und beruft sich einfach wieder ganz zurück auf die Evangelien von Christus, um dort wieder eine Kirche zu etablieren, die nicht diese Manifestationen hier in dieser Welt anbetet, sondern einfach den Geist, den christlichen Geist hinter der Kirche. Springen wir jetzt 500 Jahre vor. Es geht um Liebe und den Triumph des menschlichen Geistes. Es ist die unglaubliche, aber wahre Geschichte eines mutigen kleinen Jungen. Du bist ein Idiot, halt die Klappe und sitz still! Der zu Nummer 1 unter Amerikas Radio-Stars wurde. Wir haben uns heute hier versammelt, um dich zu preisen! Das Buch, ein Nummer 1-Bestseller. Seid bereit! Die erste nackte Frau in der Geschichte des Radios. Was sind Sie, ein Idiot? Du bist erbärmlich. Ich bin nicht erbärmlich. Der Nummer 1 Soundtrack in Amerika. Das muss man lieben, Leute! Der nächste Film, Private Parts, ist die Autobiografie des Radiomoderators Howard Stern. Und der Film selbst geht, also aus meiner Sicht, relativ anstrengend los ein bisschen, weil Howard Stern einfach zwar Radiomoderator sein will, aber seine Zuhörer und auch all die Sender, bei denen er ist, sind nicht der gleichen Meinung. Und so geht es sehr holprig los, weil er natürlich wenig Erfolg hat und er fliegt hier raus und er fliegt da raus. Und irgendwann kommt er auf die Idee zu sagen, so, ich muss mehr von meinen privaten Sichtweisen des Lebens oder aus meinem Leben erzählen. Und er ist an der Stelle auch sehr schnell eher unappetitlich und sehr intim, was ihm nicht nur Freunde bringt, aber das ist der Moment, wo die Leute anfangen zuzuhören. Und das Spannende, warum ich diesen Film mit in Orange gepackt habe, ist der Clash zwischen Orange und Blau an der Stelle. Er landet irgendwann bei WNBC, das ist ein New Yorker Radiosender, und die sind im Prinzip noch von der geistigen Haltung kurz darüber, dass sie noch Shellac-Platten abspielen und Live-Bands mit Posaune und so weiter und so fort im Studio stehen haben. Und die sind natürlich über diese Enthüllungen, die er dort im Radio bringt und die auch die vielen Einschaltquoten bringen, entsetzt. Und er lädt alle möglichen bunten Vögel in seine Sendung ein, unter anderem auch Pornostars, die über ihr Leben als Pornostar, ihren Beruf erzählen, und das haut im Prinzip Blau an der Stelle völlig den Vogel raus. Und er aber mit genau diesen intimen Enthüllungen, die er in seinen Radiosendungen bringt, zum Star wird. Und natürlich muss ich Orange auch sagen, Howard Stern ist der bestbezahlte Radiomoderator der Welt, den es jemals gegeben hat. Hätte ich nicht gedacht, dass man das als Radiomoderator sein kann. Ich glaube, der kriegt für einen 3-Jahres-Vertrag 500 Millionen Dollar. Spannende Sache. Radiomoderator. Howard Stern. Gibt es immer noch die Sendung? Gibt es auch einen YouTube-Kanal? Verlinke ich hiermit. Das nächste, ein sehr anrührender Film, das Streben nach Glück. Oh, ein Gummibärchen! Chris Gardner gab sein Bestes für seine Familie. Wir brauchen sowas nicht, Chris. Es ist überflüssig. Doch sein Bestes, halt! Warten Sie! War nicht genug. Mann, ich habe 2 Fragen an Sie. Was machen Sie und wie machen Sie es? Ich bin Börsenmakler. Börsenmakler? Oh. Sie können meinen Wagen übers Wochenende behalten, aber am Montag brauche ich ihn wieder. Nicht die Parkour vergessen. Mit Will Smith. Will Smith spielt einen jungen Mann, der Medizingeräte verkauft, hat viel Pech, wird von der Frau verlassen, hat einen kleinen Sohn, fliegt aus der Wohnung raus. Das letzte Medizingerät, das er hat, geht kaputt. Er versucht nebenher aber eine Ausbildung zum Börsenbroker zu machen. Und weil ihm die Leute gewogen sind, schafft er das auch. Und es gibt wirklich so viele Downs. Er liegt mit seinem Sohn irgendwann auf einer U-Bahn-Toilette und muss dort die Nacht verbringen, bis er am nächsten Tag sein Medizingerät verbringt.
Also ein Film teilweise zum Mitschluchzen, zeigt aber sehr schön den American Dream, dass es im Prinzip jeder irgendwie nach oben schaffen soll. Und Will Smith ist ja sowieso so ein Vertreter für genau diesen Weg. Und am Ende schafft er es dann auch wirklich, Broker zu werden in der Firma, an der er gerne arbeiten würde, und macht dann dort eine steile Karriere. Habe ich jetzt komplett gespoilert, aber geht gut aus. Könnt ihr gucken. Noch ein Wall Street Film. Und zwar Wall Street. Der Kurs stürzt ab. Wenn er bei 18 angelangt ist, kaufen Sie alles. Eine ganz große Sache läuft da zurzeit. Ich will wissen, wohin er geht und wonach er sich umsieht. Ich will, dass du dahinter kommst, Freundchen. Mr. Gecko, sowas gehört nicht zu meiner Arbeit. Hier verkauft man seine Ehre. Ich könnte meine Lizenz verlieren. Das sind Geschäftsgeheimnisse. Für die Macht. Wer so edel ist, ist gleich draußen. Ich weiß, was ihn antreibt. Die Gier. Es ist heute nichts Ehrenvolles mehr, arm zu sein, Dad. Die Gier ist eine gute Sache. Die Gier funktioniert. Warum bist du so bad? Ich will nie wieder arm sein. Dafür werde ich sorgen. Ich will direkt nach oben. Also gut, Mr. Gecko, Sie haben mich. Wall Street geht's um den Börsenbroker Gordon Gecko, ist aus den 90er Jahren. Und ich habe mit mir gerungen, ob ich diesen Film euch empfehle, weil einerseits bringt Gordon Gecko, also eine der Hauptpersonen, der böse Broker an der Stelle. Ne? Wenn wir jetzt bei Das Streben nach Glück hatten wir Will Smith als den lieben Broker, den integeren Menschen, der sich nach oben gearbeitet hat. Bei Gordon Gecko haben wir es im Prinzip mit einem der düsteren Vögel der Wall Street zu tun. Und er bringt aber so markige Sprüche, also es gibt so viel Text in dem, was er so von sich gibt, wo man sagen kann, das ist wirklich, als hätte jemand das orange Mem eingeköchelt auf einen dicken Sirup. Deshalb meine Empfehlung für Wall Street. Zwischendurch muss man immer mal gucken, ich finde die Darstellung von Frauen in den 80er Jahren, das ist alles noch fürchterlich, besonders in deutschen Synchronisationen, das klingt dann alles wie Pornodarstellerinnen, das ist, wird so dahin gehaucht, und das sind wirklich komische Stereotype, die es in den 80er Jahren noch gab. Deshalb ist der Film, sagen wir mal, kulturell interessant. Aber wie gesagt, der Sirup von Orange tropft aus Wall Street unten raus, und du kannst dir wirklich dieses Destillat ziehen und merkst so, okay, alles klar, das ist die spannende Seite von Orange. Und jetzt springen wir auch gleich in den nächsten Film, auch spannend, auch ambivalente Persönlichkeit. Der Film heißt Social Network und es geht um den Aufstieg von Mark Zuckerberg und Facebook. Ich muss irgendwas Bedeutsames tun, damit die Clubs auf mich aufmerksam werden. Warum? Weil sie exklusiv sind, Spaß machen und zu einem besseren Leben verhelfen. Die Menschen wollen ins Internet und wissen, was ihre Freunde machen. Also baue ich eine Website, die das anbietet. Ich rede davon, sämtliche sozialen Erlebnisse im College online zu stellen. Die Seite hat in 2 Stunden 2200 Klicks erzielt? 1000. 22.000. Diese Idee kann Millionen Dollar wert sein. Millionen? Er hat unsere Website geklaut. Die behaupten, wir hätten Facebook geklaut. Ich weiß, was da steht. Und, haben wir? $1 Million ist nicht cool. Weißt du, was cool ist? 1 Milliarde. Du wirst auf der Strecke bleiben. Das dreht sich schneller, als was ich... Was meinst du mit auf der Strecke bleiben? Verklagen wir ihn. Vor dem Bundesgericht. Ich kann es kaum erwarten, über deine Schulter zu sehen, wenn du uns den Scheck ausstellst. Wenn ihr die Erfinder von Facebook wärt, dann hättet ihr Facebook auch erfunden. Nerdism. Heißt das so? Nerdism. Nerdismus. Nerds, das ist im Prinzip etwas, das gibt es in Orange. Das sind Menschen, die sich auf ein ganz bestimmtes Thema eingeschossen haben und dafür die Experten sind. Und Mark Zuckerberg ist in diesem Film ein Student in der Harvard-Universität. Aufgrund dessen, dass er nicht so gut bei den Mädels landen kann, wie er gern würde, was zum großen Teil auch daran liegt, dass er sich sehr seltsam Frauen und Mädchen gegenüber benimmt, produziert eigentlich aus einem Rachefeldzug heraus verschiedene Online-Plattformen. Einerseits kann man dort Frauen miteinander vergleichen und raten, und daraus entsteht dann durch Gespräche mit anderen irgendwann ein Netzwerk, wo die Studenten
dort ihre Profile anlegen können. So ähnlich wie Facebook jetzt natürlich ist. Und spannend an dem Film ist einfach wirklich dieses tief orange Persönlichkeit Mark Zuckerberg, der seine Freunde, seine Begleiter, Menschen, die ihn auf die Idee gebracht haben, das zu tun, was er getan hat, immer nur so lange als Freunde und Begleiter sieht, wie sie ihn nutzen und er sie dann im Prinzip abschießt und am Straßenrand stehen lässt und die ganze Zeit bemüht ist zu sagen, so alles klar, Facebook, das ist mein eigenes Werk, das bin ich und ich bin alleine der CEO, ich bin der Erfinder und so weiter und so fort. Und wir wissen ja, wie sich das entwickelt hat mit Facebook, dass es dann vor ein paar Jahren anfing, kurz nach diesen ganzen Datenlecks und so weiter, zu sagen so, ja, und wir sind die Community für die Welt und wir wollen, dass wir eine Gemeinschaft sind und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwann hat bei Zuckerberg und Facebook auch grün angedockt, ob das jetzt im Prinzip die Idee ist, dass die Company so funktionieren muss, damit die Leute bleiben. Oder ob da irgendwas in Mark Zuckerberg sich verändert hat, kann man nicht sagen. Social Network, ich finde es ein mega spannender Film. Ich finde auch, es ist so spannend, dass wie Anfang der 2000er im Prinzip mit der Dotcom-Blase so viele Unternehmen auf der Suche waren nach dem Milliardending, dass man irgendwie landen kann. Die Online-Idee, die Riesenumsätze bringen oder die riesig an der Börse bewertet werden. Und wie viele damals auf der Suche danach waren, solche Dinger zu etablieren. Und natürlich alle, die solche Ideen hatten oder mit dran beteiligt waren, mit Grund echt gepisst waren, wenn einer sich alleine mit irgendeiner Idee auf die Socken gemacht hat. Social Network. Der nächste Film ist eine Doku und der ist auch, ich glaube schon 13, 14 Jahre alt. Wir sagen, wenn wir solche Fische, es ist nicht zum Essen, es ist nur zum Verkaufen. We fucked up the West and now we are coming to Romania. We will fuck all the agriculture here. Und ich weiß nicht, ob alle Inhalte da drin noch heute zutreffen und man kann auch sagen, oder ob es noch schlimmer geworden ist. Der Film heißt We Feed the World und das ist so eine Rundreise zu allen möglichen Nahrungsmittelproduzenten auf dieser Welt. Und er zeigt im Prinzip die Industrialisierung der Herstellung unserer Lebensmittel und auch diese Form von Leblosigkeit oder Lieblosigkeit, die darin stattfindet. Und auch wie weit wir uns von der Natur entfernt haben, nur weil hier und da die großen Flächen sind. Und auch wie viele tausend Kilometer Nahrungsmittel zurücklegen, um dort zu landen, wo wir sie essen. Und dass ganz viel von dem, wo es produziert wird auf unserer Welt, überhaupt keinen Sinn macht. Aber weil die Logistik dafür geschaffen worden ist, bestimmte Flüge gemacht werden, bestimmte Häfen angelaufen werden, bestimmte Bodenböden genutzt werden. Und ich fand, eins der spannendsten oder auch traurigsten Beispiele ist, dass wie viel Soja in Südamerika, in Brasilien hergestellt wird. Und wir würden jetzt denken, ja, okay, da werden die Regenwälder platt gemacht und dann wächst der Soja gut drauf. Aber die Bauern, die den Soja dort unten anbauen, sagen, der Soja und der Boden vertragen sich überhaupt nicht. Das heißt, der gute Boden, auf dem der Regenwald einst gewachsen ist, muss unendlich stark gedüngt und bearbeitet werden, damit er überhaupt Soja produziert. Das ist so einer der typischen Trigger in diesem Film. Und dass das Soja natürlich auch nicht für Menschen gemacht ist, sondern dass der Großteil des Sojas, das in Brasilien angebaut wird, dann erstmal als Tierfutter dient und dann erst irgendwann nach unendlich viel Wasserverbrauch, nach unendlich viel Hin- und Herfliegen, nach unendlich viel abgehacktem Regenwald in Form eines 350 Gramm Steaks irgendwann bei uns auf dem Teller landet.
Ich finde, also der Film selbst hypt das gar nicht zu sehr. Er sagt nicht, das sind die Bösen und so weiter und so fort, sondern er zeigt einfach sehr gut, wie effizient und gleichzeitig leblos Orange produzieren kann und was seine eigene Einstellung dazu ist. Und also ist fast ein nüchterner Film, ist jetzt kein anprangernder Film, sondern wenn man ihn guckt, er ist sehr nüchtern. Der letzte Film ist I'm Not Your Guru. Why were you suicidal? It's because I can feel very peak states in life, but I can go so deep that I don't find a way out. I know you right now. You got a lot to give. Can you feel me? I do. You and I are gonna make a deal. I'm gonna show you what to do to reshape yourself. How is it that people can make lasting changes in minutes? What makes that possible? Ein Jahr, glaube ich, mit Anthony Robbins, dem Self-Help-Guru aus den USA. Anthony Robbins hatte an den Anfang der 90er Jahre hatte er ein Buch geschrieben, Awakening the Giant Within, hieß das. Und er selber ist natürlich dieser Gigant, von dem er geschrieben hat, dieser Riese. Und es ging damals um NLP-Techniken, neurolinguistisches Programmieren. Das waren zwei so fette Wälzer, lagen auch bei mir eine Weile rum. Ich habe sie, glaube ich, nie ganz durchgelesen. War mir irgendwie zu viel Geframe und so weiter. Tony Robbins füllt riesige Säle und macht dort Tages- oder Wochenworkshops, wird schon seit Jahren nur noch mit dem Helikopter eingeflogen, ist in der ganzen Self-Help- und Life-Coaching-Szene eine echte Legende. Macht Spaß, diesen Film zu gucken, auch weil man muss ja sagen, diese ganze Self-Help-Geschichte kommt ja aus den 80er, 90er Jahren und ist ja vor allem deshalb eine orange Idee, weil es Menschen helfen will, die Hemmungen, die sie haben, im Geschäft gutes Business zu machen, guten Job zu machen, wegzunehmen. Zu sagen so, was hält dich noch zurück, den Abschluss am Telefon zu machen? Was hält dich noch zurück, von demjenigen, die Unterschrift zu kriegen? Also was ist dein eigenes Zögern, was sich im Prinzip im Verhalten deines Kunden widerspiegelt? Das war also 80er, 90er Jahre eigentlich die Grundidee zu sagen so, wie wirst du noch erfolgreicher im Business? So, damit hat das angefangen und damit hat Tony Robbins auch angefangen. Und es geht aber im Prinzip immer mehr dahin und deshalb ist auch das Wachstum in Grünreihen bei solchen Legenden wie ihm, zu sagen, es geht nicht mehr nur um den Geschäftsabschluss, es geht nicht mehr nur um den Erfolg im Business, sondern es geht eigentlich um Glück. Ja, was ist Glück und wie können wir es erreichen? Und man sieht halt eben, wie Tony Robbins jetzt einfach mit Menschen arbeitet, egal was sie dann damit machen wollen, warum sie glücklicher sein sollen. Ja? Die Uridee, die orange Idee ist, sei glücklicher, damit du mehr Glück anziehst, damit du reicher, vollkommener, anziehender im Großen und Ganzen wirst, damit du dann endlich diese Villa kriegst und endlich dieses tolle Auto vor der Tür und endlich diesen Pool und endlich diese Privatjacht und all dieses Gedöns, was es mal war oder was in Orange so sehr wichtig ist, das fällt weg, das spielt nicht mehr die große Rolle, sondern die Rolle ist, was ist Glück überhaupt und kannst du lernen, glücklich zu sein? Der Weg in Grün. Das waren die Filmtipps, liebe Freunde. Ich habe eine endlose Liste noch zusammengestellt. Ich verlinke sie hier auch. Es sind nicht nur die Filme, es sind alle spannend. Manche kannst du direkt hier auf YouTube angucken, ohne sie dir irgendwo erwerben zu müssen. Viel Spaß, ich bin raus. Tschüss.